Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einem Verein gespielt. Kickersoffenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer im Locker. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und den nächsten Letzten. Hopp. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hopp. Und der nächste Netzspring. Hopp. Bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel. Hopp. Und der nächste Letzspring. Hopp. Und der nächste Letzspring. Hopp. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einem Verein gespielt. Kickersoffenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer im Locker. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens.
Ja, dann sage ich auch heute wieder Hallo und herzlich willkommen zu You'll Never Talk Alone. Das Ganze schon zum 7. Mal in unserer neuen Sendereihe. Ja, und hier gibt's ja jede Woche einen richtigen, ja, Rückblick. Also alles, aber auch alles, was rund um den OFC in der Woche passiert ist, bekommt ihr nochmal zu sehen und zu hören. Ja, wie gesagt, in Ton und Bild. Naja, und da gab's ja viele, die an dieser Sendereihe hier schon mitgewirkt haben. Ich erinnere nur an Manny Ritschel, unser Ex-Nationalspieler, Rudi Völler, Jimmy Hartwig, Olli Roth, André Hahn, Günter Albert, Efren Geser, unser OB war mit dabei, Dr. Felix Schwenk. Naja, und unsere Jungs haben uns in der Corona-Krise auch richtig fit gemacht. Allen voran damals Francesco Lofritsch, Ronny Marcos, Luca Garic, Dominik Trabant, Pelle Hoppe und natürlich zuletzt der Bomber Moritz Reinhardt. Also das hat richtig Spaß gemacht. Die haben uns hier ein bisschen durch die Quarantäne sozusagen bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, und für heute habe ich einen ganz besonderen Stargast angekündigt, Suat Dürker. Der wird gleich hier zu uns stoßen, wenn alles gut funktioniert technisch. Ich bin da sehr, sehr hoffnungsfroh und ja, die drei Facebook-Seiten, die wir so betreiben, die haben ein wahres Feuerwerk der Begeisterung ausgelöst, als sie gehört haben, Suat wird kommen, und da könnt ihr schon jetzt eure Fragen stellen an fanradio@ofc.de, auch Grüße bestellen an Suat. Also ihr wart begeistert, insofern, ja, schreibt's ihm, schreibt's uns an fanradio@ofc.de, gleich werden wir ihn hier in der Sendung haben. Naja, und auch heute müssen wir natürlich schauen, wie sich die Geistertickets entwickelt haben. Und da wollen wir mal reinschauen, der aktuelle Stand. Da habt ihr es eingeblendet, unglaubliche 7.009. Also wir gehen jetzt auf die 8.000 Geistertickets zu. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, dann war es ja auch so, dass unsere Obrigkeit, also der Herr Präsident, und auch der Herr Geschäftsführer Thomas Sobotzik ja wieder Trikots ausgefahren haben. Jeder 250. Geisterticket Käufer bekommt ja ein Trikot persönlich nach Hause gebracht. Und da seht ihr es, das sind die aktuellen, das sind die neuesten Bilder. Die sind, glaube ich, vom Freitag. Also die sind noch ganz, ganz frisch. Und ja, insofern ist das eine ganz tolle Geschichte. Haut rein, macht weiter kräftig mit. Denn es lohnt sich, hier habe ich es auch nochmal eingeblendet. Wir sind ja auf die nächste Ebene sozusagen gegangen. Das heißt, volle Hütte 2.0. Und da gibt es tolle, tolle Geschichtchen. Zum Beispiel bekommst du von deinem Lieblingsspieler bei einer gewissen Anzahl Geistertickets, die du geordert hast, dann eben auch Videobotschaften. Und ja, der absolute Hammer ist natürlich, du kannst selbst aufs Mannschaftsfoto in voller Montur mit Trikot, mit Hose, mit Stutzen und so weiter. Das Ganze darfst du dann behalten. Also wenn du da Interesse dran hast, ne, dann guck dir das einfach nochmal an. Hier auf ofc.de siehst du es, da habe ich es hier eingeblendet, sind die Rahmenbedingungen festgehalten. Und ja, wenn dir das mit dem Online-Ticketing zu schwierig ist, ist auch kein Problem. Dann kannst du auch einfach uns schreiben an fanradio@ofc.de. Dann werden wir das entsprechend weitergeben und dann wird das für euch komplett durchgeführt. Sagt einfach, wie viele Tickets du haben willst und die komplette Adresse und dann kriegen wir das gemeinsam hin. So, und damit ihr seht, dass wir nicht nur reden, sondern auch liefern, ja, das habt ihr ja zum einen gesehen, also dass ja Präsident und Geschäftsführer unterwegs waren, wollen wir euch mal zeigen, dass nämlich die Lieblingsbotschaften über WhatsApp auch tatsächlich rausgehen. Da hätten wir zum Beispiel Mike Vetter. Ja, hallo, lieber OFC-Fanclub, Nordseeküste, hallo Stefan Alt, Jürgen Neumann, Martin Veit, 2.10, interessanter Name, Rolf Funkel, Christopher Fernges und Harald Wilhelm. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr die Tickets gekauft habt und ja, uns und den ganzen Verein damit unterstützt. Vielen Dank von mir persönlich und von natürlich auch von der ganzen Mannschaft. Und ja, Riesenrespekt dafür, dass ihr zu jedem Auswärts- und ja, auch Heimspiel anreist, um unser Krottenkick zu sehen. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich freue mich aber eher auf ein Heimspiel. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Stadion. Bis dann, bleibt alle gesund und alles Gute. Ciao, ciao.
Ja, da habt ihr es gesehen, Mike Vetter, der Kapitän, an den Fanclub Nordseeküste. Und das muss man wirklich sagen, tolle Geschichte. Die sind ja wirklich immer unterwegs, allen voran Stefan Alt, der aus Bremen zu jedem Spiel reist. Und das nicht nur zu UFC-Spielen, auch wenn es ganz weit runter in den Süden geht. Also klasse, wie ihr hier mitmacht und klasse auch, dass die Mannschaft hier richtig Gas gibt. Und dazu passt auch, dass der UFC Supporters Club in Langen, also UFC Supporter Langen, gerade ganz aktuell 53 Geistertickets bestellt haben, also im Wert von 530 €. Das ist eine Riesengeschichte. Herzlichen Dank, tut's Ihnen gleich. Themenwechsel. Ja, und unsere Spieler, die trainieren ja nicht nur wieder richtig fleißig, nein, sie sind auch richtig gute Entertainer und sie unterhalten uns hier in der Sendung. Und da gab es zum Beispiel Lukas Albrecht, der ja bekanntlich Vasen zerschossen hat. Mike Vetter hat mit Töchterchen Lorena versucht, Fußball zu spielen. Marco Schikora holte 3 Punkte für den OFC im Stefan Raabs Leitergolf. Raab schlag den Raab, so heißt es, glaube ich. Und Niklas Hecht-Zirbel, der hat ja eine kleine Challenge ausgelöst mit seinem Dart Wettbewerb. Also, da haben wir viele Videos bekommen. Das hat großen Spaß gemacht. Und naja, ihr wisst ja, Kickers Offenbach ist immer Vorreiter. Und da hat sich auch die Politik diese Woche ein kleines Beispiel dran genommen. Die haben gesagt, also, wenn wir jetzt Corona sozusagen die Beschränkungen ein bisschen lockern wollen, dann müssen wir mal hören, was der OFC meint, was der OFC sagt. Denn die sind immer vorne dran. Die können das bestimmt gut einschätzen. Und unser Bomber, Moritz Reinhardt, ja, der hat es als erster erkannt. Hallo liebe OFC-Fans, ist glaube ich keine einfache Situation für uns alle. Wir sollten aber, denke ich, das Beste draus machen. Und deswegen habe ich mir heute mal die Laufschuhe geschnürt und bin einem alten Eisenbahntunnel am Mülzeburg-Radweg. Und zumindest hier sehe ich schon mal Licht am Ende des Tunnels. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir uns bald wieder im Stadion sehen. Und bis bald auf dem Berg. Tja, da habt ihr es gesehen, Moritz Reinhardt, der hat der Politik sozusagen den Weg gewiesen. Der hat schon Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und so kamen dann die Lockerungen in dieser Woche zustande. Jetzt wollen wir aber nicht mehr lange philosophieren. Wir wollen unseren Stargast sehen. Suat Türk habe ich angekündigt. Und ich muss vorher noch etwas sagen. 191 Pflichtspiele für den OFC. 74 Tore, das also ist ein echter Hammer. Zweite Liga alleine. 89 Spiele, 37 Tore, Regionalliga Süd. Das war damals die dritte Klasse. 58 Spiele, 26 Tore. Also der Mann, der hat getroffen, wie er wollte. Fast in jedem zweiten Spiel hat er eingenetzt. Und wenn jetzt alles richtig gut klappt, technischer Art, dann haben wir ihn schon zugeschaltet. Wollen wir mal schauen, ob er da ist. Suat Türker, hallo. Hallo, lieber Lars. Ah. Ich hoffe, ihr seht mich und hört mich auch Ja. so, wie es sein soll. Könnt ihr mich hören? Alles gut? Alles wunderbar, ganz toll. Wir freuen uns total. Und ich habe das in der Anmoderation schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Als wir angekündigt haben, Suat Türker kommt, da gab es ein Freudenfest auf den Facebook-Seiten. Unheimlich viele Posts. Und alle haben gesagt, da waren sich alle einig, das war eine Granate, das war ein Stürmer. Was ist bei dir so hängen geblieben bis hier, was OFC angeht? Ach, lieber Lars. Vieles ist da hängen geblieben. Natürlich habe ich einige Jahre ja spielen dürfen für den OFC, das Trikot mit voller Stolz tragen dürfen und mit den Fans, mit der Stadt und mit der Geschichte des Vereins war das immer eine absolut stolze Sache für jeden von uns, nicht nur für mich, auch für meine Kollegen. Und da bleibt dann schon was hängen. Klar, gibt es viele schöne Momente auch. Bevor wir so richtig reingehen, ja, und nochmal mit dir talken wollen, wie geht's dir und deiner Familie? Corona soweit ganz gut überstanden? Ja, also bevor ich jetzt deine Frage beantworte, wollte ich auch mal alle grüßen, die OFC-Familie natürlich. Dich, lieber Lars, auch von mir aus nochmal ein herzliches Hallo an dein Team auch. Und natürlich möchte ich alle OFC-Fans, nicht nur hier in Offenbach oder hier in der Region, sondern überall auf der ganzen Welt herzlichst grüßen und ein ganz, ganz großes Hallo schicken. Ich hoffe, dass alle gesund und munter sind, soweit. So, soweit, ja. Und bei euch ist das wahrscheinlich ähnlich. Du hast ja Familie. Wie sieht's da aus? Genau, bei uns ist Gott sei Dank alles hervorragend soweit. Wir sind gesund und munter.
Allerdings, wir hatten es ja auch vorhin ein bisschen besprochen, stecke ich mitten in einem Umzugsstress. Wir haben ein kleines Häuschen jetzt gekauft und da wollen wir uns jetzt niederlassen, hoffentlich für die nächsten Jahre. Und da haben wir seit gestern mit dem Umzug angefangen. Und Tag und Tag, nach und nach werden wir es jetzt hinkriegen, dass wir da vollstens rüberziehen ins neue Haus. Und mitten im Umzugsstress habe ich mir jetzt natürlich sehr gerne auch die Zeit genommen, da mit dir zu sprechen und mit den OFC-Fans auch ein bisschen zu plaudern. Ja, das ehrt dich umso mehr, dass du in diesem Stress hier für den OFC zu verfügen. Das ist doch klar. Ja. Ja, ich habe deine Quote schon mal auf jeden Fall vorgelesen. Also du hast ja stellenweise getroffen. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, wie du wolltest. Das war, denke ich, eine geile Zeit. Fangen wir mal an, wie es begonnen hat. Ganz am Anfang, da kamst du von Borussia Neunkirchen und ganz ehrlich, da haben dich alle gar nicht so richtig gekannt. Und das war bestimmt ein talentierter Spieler, aber ja, so nach dem Motto, wer ist das? Und dann war er in Offenbach und dann ging es rund. Ja, in der Tat hatte ich ein kleines Abenteuer im Saarland mit Borussia Neunkirchen, war auch ein sehr, sehr schönes Abenteuer. Wir hatten da viel Spaß in dem einen Jahr. Natürlich war es für den Verein leider finanziell so schwierig, dass sie dann verkünden mussten, dass wir schon sicher absteigen, also dass der Verein eine Klasse tiefer gehen muss. Und das war dann mitten in der Saison, war für uns Spieler dann schwer und schwierig. Aber das haben wir dann so hingenommen, haben trotzdem unser Bestes gegeben. Und jeder Spieler hat dafür gearbeitet, dass er dann halt bestmöglich aussieht auf dem Platz, damit es vielleicht in der Zukunft dann weitergeht. Und das Gleiche habe ich gemacht. Und OFC wurde dann irgendwann auf mich aufmerksam. Dann gab es die ersten Gespräche und das Ganze hat dann seinen Lauf genommen. Das kann man wohl sagen, das hat seinen Lauf genommen und dann sind die Tore gefallen wie reife Früchte. Und waren für dich so die absoluten Highlights? Wo denkst du heute noch mit Gänsehaut dran zurück? Ja, natürlich nicht zu vergessen die DFB-Pokalspiele gegen Eintracht Frankfurt. Das ist vielleicht sogar immer wieder das Highlight überhaupt gewesen. Ne? Ich durfte oder hatte das Glück eben, glaube ich, 3 Derbys sogar spielen zu können. Ich glaube, viele haben oder andere Spieler, die beim OFC gespielt haben, haben jahrelang nicht dieses Derby gehabt. Und deshalb war es für mich eine ganz besondere Freude, natürlich 3-mal in so einem Derby dabei sein zu können. Dann gab es auch für mich persönlich das allererste Ligaspiel, was ich für den OFC bestreiten durfte. Dann kann ich mich sogar erinnern, das war 2003 im Heimspiel gegen SC Pfullendorf damals. Da war die Hütte auch ganz voll und man hat ja auch verkündet, dass man um Aufstieg spielen will. Man hatte die Mannschaft komplett geändert. Es kamen ganz, ganz viele Neuzugänge zu dem Zeitpunkt und viele auch aus der zweiten Liga. Also da war ein Riesenhype und das erste Spiel, da erinnere ich mich gerne zurück. Das war für mich ganz besonders, weil ich in dem ersten Spiel auch gleich 2 Tore machen konnte und ja, gewinnen konnten und somit einen guten Start hatten. Das war zum Beispiel ein Moment, wo ich mich gern erinnere. Und dann gab es auch viele, viele Spiele in der zweiten Bundesliga. Natürlich der Aufstieg in die zweite Liga, ein ganz, ganz großer Moment. Die Feier mit der ganzen Stadt quasi. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Zeiten gewesen. Und auch in der zweiten Liga, wie ich es vorhin gesagt habe, gab es viele, viele schöne, interessante Spiele, nicht nur zu Hause, auch auswärts. Ja, also mit dem OFC, da kann man als Spieler schon einiges erleben. Und du hast es eben angesprochen, da war unter anderem auch der Aufstieg in die zweite Liga. Und wenn ich das richtig sehe, wenn du dich ein bisschen zurückbeugst, dann ist da noch etwas vom Aufstieg übrig geblieben. Zeig es uns, Suat. Da muss die Kamera ein bisschen bewegen. Ich habe mir gedacht, ja, wenn wir jetzt so eine schöne Unterhaltung haben, dann will ich mich ja auch dementsprechend vielleicht mit einem Trikot oder mit einem T-Shirt mich bekleiden. Und ich habe nicht viel gefunden. Vieles habe ich ja auch verschenkt damals und habe aber mein persönliches Lieblings-T-Shirt noch behalten. Und das habe ich auch gerade an, wenn ich das mal so ein bisschen zeigen darf. Aufgestiege. Aufgestiege und das sind so in der Karikaturform unsere ganze Mannschaft, glaube ich, mit Verführung drauf, wenn man das so ein bisschen sehen kann. Ja. Etwas schenken. Sehr schön. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, und das ist bestimmt
Genau das richtige T-Shirt dafür. Und dann kamen ja die ganz, ganz großen Teams an dem Biberer Berg. Das war ja dann auch für uns wieder eine ganz tolle neue Erfahrung. Erzähl mal, was waren das so die ganz großen Clubs, gegen die du richtig gefightet hast? Also erstmal muss ich sagen, das Abenteuer zweite Bundesliga mit dem OFC, das war ja vielleicht das Abenteuer schlechthin für uns alle, weil zu dem Zeitpunkt, ich kann mich noch nicht ganz gut erinnern daran, dass es immer hieß, auch in den Medien und auch in der Presse, dass es zu dem Zeitpunkt irgendwann mal sich so zur besten zweiten Liga der Welt entwickelt hatte. Ja, wenn man so die Zuschauerzahlen dann gesehen hat und die Vereinsnamen und der ganze Aufruf für die Liga und so viele Clubs auch, die viel Geschichte haben und viele große Namen auch in der zweiten Liga damals gespielt haben, galt diese Liga eben als die beste der Welt. Und da war man natürlich sehr, sehr stolz, dann in der Liga spielen zu dürfen. Das ist ganz Ich klar. glaube, da war Gladbach, Köln und Genau. viele mehr, Und Bochum. da waren Ja. ganz, ganz viele große Namen, Kaiserslautern, Ja. Gladbach, Köln, SC Freiburg, viele, viele andere noch, Nürnberg, paar Namen halt zu nennen, ja, Ja, also ja, ja. Naja, und als. eine klasse Liga für einige Jahre, Ja. ja, muss man schon Ja, sagen. ja. Und als dann deine Zeit in Offenbach zu Ende ging, da hast du nochmal eine echte Herausforderung angenommen. Dann ging es nochmal nach Freiburg. Ich glaube, der Kontakt kam über Robin Dutt. Und mit denen bist du dann sogar noch aufgestiegen in die erste Bundesliga. Richtig, genau, ja. Also 2008, 2009 sind wir ja leider am letzten Spieltag ja abgestiegen. Daran will sich ja keiner erinnern. Das will ich auch gar nicht großartig erzählen. Ich erinnere mich da auch ungern dran. Da muss es dann irgendwie dann auch weitergehen für einen, ne? Ist ja klar, ich war jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich sag mal, für mich persönlich war ich auf einem ganz guten Niveau zu der Zeit unterwegs und habe ich mir auch überlegt, geht die Reise für mich in der zweiten Liga weiter oder geht es vielleicht eine Liga runter? Man weiß es nicht so genau, man hat es auf sich zukommen lassen und muss sagen, das Interesse war sehr, sehr groß aus der zweiten Liga. Ich hatte einige Angebote vorliegen zu dem Zeitpunkt und hatte auch Gespräche trotzdem mit dem OFC geführt, ob es machbar sein kann, ob ich bleiben kann. Ich war da für beides offen aber letztendlich fiel dann die Entscheidung auch ein bisschen, da ich mit dem Robin Dutt, dem damaligen Trainer, natürlich auch freundschaftlich irgendwo verbunden war, haben wir dann entschieden oder ich habe dann für mich entschieden, dass ich da weiterhin in der zweiten Bundesliga spielen will und da auch bleiben möchte, was ja in der Regel auch für jeden Fußballer ja wichtig ist, immer auf dem höchsten Niveau spielen zu können, wo man kann. Und damals habe ich es dann so entschieden, bin dahin und ja, war eine ganz, ganz coole Geschichte, toller Verein, SC Freiburg. Also als Fußballer hast du wirklich alles, was du brauchst dort, um erfolgreich zu sein. Und ich habe das, glaube ich, nicht so falsch entschieden, dahin zu Ja, gehen. das gipfelte ja, wie gesagt, dann sportlich sozusagen mit dem Aufstieg in die erste Liga, den du jedenfalls nicht wahrgenommen hast. Das heißt, du bist ja dann nochmal später auch zurückgekommen und warst auch beim SVW in Wiesbaden noch zum Ende deiner Karriere. Wenn du jetzt aber all die Clubs so anschaust, bei denen du gespielt hast, ja, wo guckst du am ehesten in die Zeitung? Wo hängt bis heute noch am meisten dein Herz? Von all den Vereinen, wo ich schon Ja, gespielt habe, ja, meinst du? ja. Ja, für mich persönlich war der OFC der Verein, wo ich auch meine Schritte eben weiter nach oben machen konnte. Und mit dem OFC verbindet mich dann schon sehr viel. Es ist Heimat geworden für mich. Und ich war in meiner ganzen Laufbahn, war ich am längsten eben beim OFC. Und dann ist natürlich der Verein Kickers Offenbach für mich die Station, wo ich sage, da habe ich es am schönsten gehabt. Und das heißt, du schaust auch noch regelmäßig auf die Ergebnisse, kommst auch hin und wieder mal ins Stadion, fieberst noch mit dem OFC? Ja, natürlich, klar, das auf jeden Fall. Natürlich, weil erstens unser Zuhause ist Hessen geworden, Offenbach geworden. Und wir fühlen uns hier ungemein wohl. Wir sind ja ursprünglich mit meiner Frau zusammen aus dem Stuttgarter Bereich, ja.
Und unsere ganze Familie ist ja noch in Stuttgart. Wir besuchen sie immer wieder, wenn wir können. Aber Hessen ist, wie gesagt, unser Zuhause geworden. Und dann werde ich natürlich mich immer wieder zum OFC begeben, schauen, die Spiele anschauen, so gut ich kann, wenn die Zeit das mir gibt. Und auch treffe ich nach wie vor einige bekannte Freunde immer wieder im VIP-Raum, bei den Spielen auch. Man tauscht sich aus, man redet über den Verein, über die Mannschaft, über die Situation. Eine absolut coole Geschichte, schöne Geschichte und da will ich da auch weiter bleiben natürlich. Jetzt haben wir ja eine ganz besondere Situation durch Corona, lange Spielausfälle. Das heißt, vielen Vereinen geht es nicht so gut und ohnehin generell steht ja eine Reform an, was dritte und vierte Liga angeht. Was glaubst du? Der OFC ist ja auch sehr bemüht im Einklang mit Rot-Weiß Essen, mit Aachen, mit Cottbus, mit den alten Traditionsclubs, da vielleicht auch ein Stück weit beim DFB vorzusprechen, dass man noch eine Reform hinbekommt und der OFC vielleicht ganz bald wieder drittklassig spielen kann. Was denkst du? Also die Reform finde ich sehr interessant. Ich habe auch darüber gelesen und auch das gehört, was da so einiges an Ideen entstanden sind. Ich denke, für Kickers Offenbach wäre es schon eine bessere Geschichte. Aber es gibt natürlich auch andere Vereine, die man irgendwo mit berücksichtigen muss. Die werden das vielleicht weniger toll finden. Also fair, ganz fair bleiben kann man bei solchen Entscheidungen, glaube ich, nicht. Der ein oder andere wird wohl ins Gras beißen müssen oder in sauren Apfel, wie man so schön sagt, sollte es zu dieser Reform kommen. Aber schwierige Sache, auch da die richtige Antwort jetzt zu finden und dir zu sagen, du pass auf, ich finde, das sollte so und so stattfinden, das kann ich sowieso nicht. Aber von der Idee her finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Bevor wir noch eine abschließende Frage haben, will ich hier nochmal schnell aus dem Chat was zitieren. Winnetou Rosenkranz schreibt, der Suat war schon immer ein feiner Kerl und rot-weiße Grüße auch an dich und die ganze Community. Und Gabriele Weber ist mit dabei. Lionel Messi, naja, das ist ja klar, dass der natürlich OFC, was soll der sonst machen samstags? Der schaut natürlich hier rein, wenn Suat Türker kommt, ist klar. Mertens Schmidt ist dabei, grüßt dich und uns. Danke, liebe Grüße nach Offenbach von David Pankrat aus Leverkusen. Also du siehst, Suat, hier ist was los und schon in der Ankündigung hast du große Beliebtheitswerte nach wie vor. Ach, vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich, dass die OFC-Fans einen nicht so schnell vergessen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das gibt es nicht bei ganz vielen Vereinen. Das macht den OFC auch natürlich so besonders als Verein mit seinen Fans. Unsere Fans sind immer treu, schon immer gewesen auch, wissen es zu schätzen, wenn Spieler für den Verein arbeiten und eben auf dem Platz auch alles geben. Und ich glaube, bei mir ist es nicht anders. Ich habe auch immer versucht, mein Bestes zu geben für die Mannschaft, für den Verein und das sehen die Fans dann und für mich persönlich auch heute noch, wenn ich in die Stadt fahre oder mal Besorgung mache oder immer wieder mal in Offenbach bin, werde ich oft noch angesprochen und dann, das macht mich sehr stolz, bin sehr dankbar. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass die Menschen oder die Fans sich noch an einen erinnern und wie gesagt, macht es diesen Verein eben umso besonders. Ja, und da war ja noch eine ganz besondere Situation, da müssen wir schon noch drüber reden, denn als deine Karriere zu Ende ging, sozusagen beim OFC, dann beim zweiten Mal, da haben wir das neue Stadion eingeweiht und da, glaube ich, hast du bis heute Gänsehaut, wenn du daran denkst. Und Suat, Hand aufs Herz, da waren auch ein paar Tränchen im Spiel. Ja, natürlich, klar. Also der Moment, ich glaube, man hat zweierlei Gefühle. Erstens ist es irgendwo traurig, dass du aufhörst. Ja. Ein Abschied ist ein bisschen traurig als Fußballer. Ich hätte gern noch bis 60 gespielt, aber leider ist es ja nicht möglich. Das Zweite war natürlich diese Atmosphäre in dem neuen Stadion. Die Hütte war voll. Bayer Leverkusen auch in Freundschaft mit uns natürlich, mit dem OSC, ein toller Gegner fürs letzte Spiel. Und als ich dann die Ehrenrunde machen durfte, war ich voller Stolz und kurz davor eben in Tränen auszubrechen. Und irgendwann kannst du es auch nicht mehr aufhalten. Dann fließt halt mal die ein oder andere Träne. Aber wie die Fans mich verabschiedet haben, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, für die Geste, für den Applaus. Und
Schaue ich mir auch immer wieder gerne an, wenn es mir mal schlecht geht. Insofern, lieber Suat, hast du uns hier auch einen großen Gefallen getan, dass wir dich wieder mal sehen konnten. Wir freuen uns, wenn wir dich am Berg erleben oder vielleicht bei den Waldis oder sonst wo. Dir, deiner Familie, alles, alles Gute, Gesundheit und alles, was du dir auch wünschst. Ach, vielen Dank, lieber Lars. Ich hoffe, dass auch alle anderen, die jetzt zugeschaltet haben, wie es auch vorhin schon gesagt habe, ich wünsche jedem, dass sie in allererster Linie gesund und munter bleiben. Ich finde es auch ganz, ganz toll, was der OFC und die Vereinsführung natürlich insbesondere auf die Beine gestellt hat mit den Geistertickets, damit der Verein auch irgendwo finanziell unterstützt wird. Auch da muss man großes Dankeschön aussprechen an alle Fans und Beteiligten, die da den Verein als Gönner zur Seite stehen. Absolute Klasse. Auch euch möchte ich nochmal ein Kompliment machen, Lars. Ihr leistet wirklich klasse Arbeit, muss ich sagen, mit eurem Team, auch was du alles so auf die Beine stellst. Vielen Dank. Super, super, dass es euch gibt. Und auch ich möchte natürlich jedem alles Gute wünschen. Und vielen Dank für die Einladung, dass wir heute mal ein bisschen quatschen konnten. Hat mir auch mal gut getan. Ja. Ganz herzlichen Dank, lieber Suat. Mach's schön gut, guten Umzug und auf bald. Ne? So. Hoffentlich. Alles klar. Bis okay, dann, du kannst Lars. Dich jetzt da ausknipsen. Ne? Danke dir. So, das war Suat Türker. Und das hat, denke ich, richtig Spaß gemacht. So kennen wir ihn, ganz klar. Und wir haben gleich auch noch einen anderen Gast, bevor wir aber dazu kommen. Denn wir wollen unbedingt auch mal schauen, wie geht es denn weiter mit unseren Bundesliga-Teams und darüber hinaus, was unsere Jugend angeht. Will und muss ich es einfach nochmal sagen. Ich habe unten mal das Laufband eingeblendet. Wir brauchen euch jetzt dringender, denn je. Denn ihr seht es ja auch, genau umgekehrt ist es ja eben genauso. Ihr braucht uns jetzt ja auch dringender denn je, denn sonst gibt es ja gar nichts. Kein Fußball, nicht Samstag 14 Uhr. Und das kann doch nicht sein. Also haben wir gesagt, egal was ist, wir machen weiter, solange wir irgendwie können. Aber wir haben natürlich auch den Kostendruck und den Einnahmestopp sozusagen. Also ganz, ganz schwierige Situation. Deswegen ganz herzlichen Dank all denen, die sich jetzt schon beteiligt haben. Und auch nochmal der Aufruf, bitte, bitte schickt jetzt eure Unterstützungsbeiträge. 40 Euro braucht es und wem das auf einen Schlag zu viel ist, der kann das auch teilen. 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder eben Dauerauftrag einrichten, 3,33 Euro. Wir wollen jedenfalls weitermachen. Wir legen vor, ihr zieht nach. So haben wir es jahrelang gemacht. So sollten wir es hinbekommen. Danke euch und ich denke, ja, wir kriegen das wieder gemeinsam hin. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich befürchte, dass da wieder ein Störer Fried unterwegs ist. Oh, Schorsti, Fan zu sein vom geilsten Club der Welt zu sein. Moment, ich bin gleich da, ich such noch was. Ein Fan vom OFC zu sein, oh, Schorsti, ist das schi. Mist, find's nicht. Ich such nach der Offenbach-Post, ja. Da stand nämlich vor kurzem drin, OFC lobt Hammerbelohnung für Geisterticketkäufer aus. Und dann stand da weiter, Moment. Wer bereits 7 oder mehr Geistertickets gekauft hat, erhält zum Dank per WhatsApp eine Videobotschaft. Ja, jetzt hab ich mir gedacht, warum abwarte? Ich meine, WhatsApp. Ja, hab ich mir gedacht, ja, da lob ich doch jetzt mal direkt eine Hammerbelohnung aus. Ja, immer mit dem Abwarte. Also, jetzt kommt meine Hammerbelohnung für alle, die schon 7 oder mehr Geistertickets gekauft haben. Moment. Hier ist sie. Und da. Die Hammer, ist mehr ein Hämmerchenbelohnung. Nee, das geht nicht. Okay, Moment. Ja, das ist dann doch von Besar. Hier ist sie, die Hammerbelohnung für alle, die 7 oder mehr Geistertickets gekauft haben. Da langt der Hammer nicht. Das muss eine richtige Hammerbelohnung sein. Moment. So. Jetzt, also, das ist für euch. Für alle, die 7 oder mehr Geistertickets gekauft haben. Ihr müsst nicht mehr abwarten. Ja, hier ist sie, eure Hammerbelohnung. Von mir, vom Schosch.
na gut. Oh, Schorsch, ist es schön. Oh, Schorsch, ist es schön. Ein Fan zu sein, vom geilsten Club der Welt zu sein, ein Fan vom OFC zu sein. Oh, Schorsch, ist es schön. Oh, das war ein Hammer. Ja, das war ein Hammer. Ja. Ich hatte es schon geahnt, der Schosch, der Störenfried, hat sich wieder in die Sendung eingehackt. Ja. Aber diesmal hat er sein Fett wegbekommen. Er hat ja einen kleinen Hammer, wie wir gesehen haben. Und das mit dem WhatsApp, naja, das muss man sich nochmal genau anschauen. WhatsApp, da glaube ich, hat er was falsch verstanden. Themenwechsel. Ihr solltet uns ja schreiben, was euch besonders gefällt. Und da kam auch viel Lob. Und ihr dürftet auch schreiben, was ihr gerne hättet, was ihr gerne mehr noch sehen wollt. Und da haben wir ja letztes Mal schon begonnen. Ihr wollt Spielszenen, geile Kickers-Tore, logisch, samstags 14 Uhr, da müssen Tore her. Und damit haben wir letztes Mal begonnen. Das war sehr, sehr aufregend. Stoilers hatte getroffen. Und heute geht's weiter. Und jetzt würde ich sagen, schnallt euch an. Und hier ist euer Wunschszene. Jetzt gibt sich erstmal drauf den Druck. Vorne reingeschlagen. Kopfball erst einmal. Vielleicht jetzt mit dem zweiten Ball noch einmal oben reingespielt. Weiß ich nicht. Pintol. Drehschuss. Abgefälscht. Das ist die Möglichkeit. Und jetzt Nachschuss. Kopfball. Und da ist er. Nicht im Tor. Nein. Oder doch. Nein. Was ist denn das? Tor. 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 Von der Burg. Macht das Tor. 1:1. Steven, das gibt es nicht. Der Joker, jetzt springt er in die Offenbacher Kurve. Die 1500 flippen förmlich aus. Und wieder war es Steven von der Burg, der Last-Minute-Mann. Das ist ja unglaublich, was dieser freche junge Kerl hier treibt. 1:1, der OFC ist wieder da. Ja, das war ein echter Hammer, unglaublich, damals in Saarbrücken. Eieieiei, von der Burg und Kapek zusammen sozusagen haben sie das Tor dort reingelegt. Und Saarbrücken ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das war zwar mal damals beim Auswärtsspiel, aber am letzten Samstag hat der OFC ja gespielt im Liga-Heimspiel gegen den FCS. Wer es nicht glaubt, dem können wir es zeigen, denn die Freunde von MeinKick TV, die haben es in Ton und Bild festgehalten. Herzlich willkommen im neu benannten Kommt gesund wieder Stadion in Offenbach. Der Biberer Berg lädt ein und das Gäste, die nicht so gerne willkommen sind. Man hat seit 2015 nicht einmal gegen den ersten FC Saarbrücken gewinnen können. Heute soll alles anders werden für die Mannschaft von Angelo Balletta. Das Hinspiel ging ja auch mit 5:0 aus, also heute haben die Offenbacher eine richtig gute Chance, sich zu revanchieren und das mit dieser Startformation. Trotz Angriffslust der Offenbacher, die Gäste aus Saarbrücken in Schwarz von rechts nach links natürlich klarer Favorit. Mendler hat hier etwas zu viel Platz und im Rückraum steht Eisele. Glasklarer Durchschuss, 1:0 für den ersten FC Saarbrücken, gar nicht mal 18 Minuten gespielt. Entschlossenheit beim Tabellenführer. Offenbach kann sich bis zur 39. Minute nicht entscheidend entfalten. Mendler, vieles geht auch heute über ihn. Und Eisele mit dem Klassepass auf Sebastian Jakob. Da ist das 2:0, sein 18. Saisontreffer, aber was für ein kurioses Tor. Und dann kommen sie erneut. 66 Minuten gespielt. Andris, der Debütant, auf Gilian Jürger. Und das ist das 0:3 für den ersten FC Saarbrücken und damit die Vorentscheidung in dieser Partie. Und ausgerechnet jetzt kommt Offenbach erstmals in die Partie. Vetter, Hoppe und Karic! Das ist der Anschlusstreffer und es sind ja noch 20 Minuten zu spielen. Offenbach verneigt sich vor dem 19-jährigen Luka Garic. Den hat er ja perfekt erwischt. So schnell wird... Ja, 3:1 verloren. Also ich würde sagen, Mund abputze und weiter geht's. Da wollen wir uns gar nicht lange dran aufhalten. Aber was uns interessiert, und das hatte ich schon angekündigt, ist natürlich, was macht eigentlich die Jugend? Was macht das Nachwuchsleistungszentrum? Und da haben wir ja allein zwei Teams, die auf allerhöchster Ebene spielen, in der Junioren-Bundesliga und eben Regionalliga. Wenn das jetzt alles richtig sauber funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann müsste der Chef des Nachwuchsleistungszentrums jetzt hier zugeschaltet sein. Und da sehe ich ihn. Hallo und herzlich willkommen, Alfred Kaminski.
Hallo an dich, Lars, dein Team und natürlich auch an alle Fans. Freut uns sehr, dass du uns am Samstag hier zur Verfügung stehst. Wo treffen wir dich jetzt an? Im Nachwuchsleistungszentrum. Ja, gerade, ja. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Da wohnst du ja sozusagen auch, oder? Naja, so halb. Halb. So halb, ja. Ja, ich habe es eben angesprochen, Alfred, das ist ja nicht nur für die Profis eine ganz, ganz blöde Situation, sondern eben auch für euch, für die ganzen Jugendteams. Ihr könnt im Grunde nichts tun. Oder wie sehe ich das? Was? Erzähl uns ein bisschen was, wie geht's euch? Naja, also tun können wir immer was. Die Trainer haben Trainingspläne rausgegeben an die Spieler, kleine Videos gemacht. Die werden immer abgedatet, die stehen mit den Spielern in Kontakt, Telefon, ja, kleine Videokonferenzen. Also da ist schon ein bisschen Bewegung, aber leider nicht so, wie wir das kennen, auf dem Platz zusammen als Team. Das ist natürlich momentan nicht möglich. Also von daher haben wir trotzdem das Beste draus gemacht. Die Trainer, ich meine, es gibt noch diverse andere Sachen, ja, Pädagoge, Psychologe, die kümmern sich dann auch schon um die Spieler, um die Eltern, falls es da mal Probleme gibt. Also ist doch eine Menge in dem Bereich zu tun. Aber jetzt hört man das allenthalben, dass diskutiert wird, die Liga wird zu Ende gespielt, wird nicht zu Ende gespielt, dann kommt eine Reform vielleicht, wie wir es eben schon mal angesprochen haben mit Suat Türker. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr da schon Signale bekommen? Wird zum Beispiel, nehmen wir jetzt unser Bundesliga-Team, unsere A-Junioren, also die U19, wird die Saison zu Ende gespielt? Denn ich sag mal, wenn sie nicht zu Ende gespielt wird und es keine Absteiger gäbe, wäre es ja auch gut für uns. Naja, am liebsten, glaube ich, löst jeder Fußballer das sportlich. Ja, also überall. Von daher ist das klar. Aber es muss eben überschaubar sein. Und mein Wunsch ist grundsätzlich, dass wir eine einheitliche Regelung finden. Zumindest auf dem Jugendbereich oder im Jugendbereich habe ich diese Hoffnung, dass wir eine einheitliche Regelung finden und dementsprechend bundesweit eigentlich gleich handeln. Ob das dazu kommen wird, das kann ich auch nicht sagen. Also das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich will da auch nicht groß spekulieren, was gut oder was schlecht ist. Letztendlich, wenn wir mal sehen, wie am 25. Mai dann beim Bundestag entschieden wird. Das heißt, vorher kriegt man da gar keine Signale. Wir müssen jetzt ein bisschen abwarten und hoffen dann, dass es für unsere Jugendteams gut weitergeht. Ich will aber noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich hatte es eingangs so ein bisschen flapsig gesagt, ihr könnt gar nichts tun. Du hast ja dann gleich auch erwidert, doch, doch, wir können tun und wir tun auch. Aber da gibt es ja auch noch eine ganz andere Komponente, nämlich eine soziale Komponente. Habe ich zumindest Leuten hören, auch da habt ihr euch engagiert. Ja, wie du das schon gesagt hast, also auch die insbesondere die Leitung, wir haben halt viele Projekte, die nebenbei dann auch bearbeitet werden oder in dem Fall jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür da ist, um Projekte auch zu bearbeiten. Das betrifft die Schule, Schulkooperation mit Vereinen, die Planung, Team und Ähnliches, also Mitarbeiterteams. Dann natürlich auch Planung der Mannschaften und unter anderem hatte Jörg Wagner dann eine sehr, sehr gute Idee, der hat das dann angestoßen und hat mit den einzelnen Mannschaften zusammen dann Gutscheine gekauft bei unseren Unterstützern und Förderern, natürlich nach unseren kleinen Möglichkeiten, aber schon haben sich alle dran beteiligt, also alle unsere Mannschaften haben Gutscheine gekauft bei unseren Unterstützern. Wenn es dann mal wieder besser läuft, dass wir dann werden wir die einlösen und wir versuchen halt eben so ein bisschen nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen und zu zeigen, dass wir ein Team sind, eben auch mit unseren Unterstützern. Ja, du sprichst von Unterstützern. Machen wir es doch mal ganz konkret. Ich meine, ich hätte irgendwas gesehen, zum Beispiel die U16. Die haben dann hier das Restaurant am Waldeck besucht. Oder ja, wie muss man sich das vorstellen mit den Unterstützern? Also im Moment ist es so, dass wir einfach Gutscheine gekauft haben.
Ja, hier vom Eiskaffee, da vor einer Pizzeria und so weiter. Das sind eben Unterstützer, die uns in irgendeiner Form unterstützen, als Sponsor, als Spender und ähnliches. Und wir versuchen da eben was zurückzugeben in dieser Phase und haben Gutscheine gekauft. Das heißt, wir haben keine Leistungen im Moment entgegengenommen, sondern wir haben erstmal Geld gegeben und werden dann, ich sag mal, diese Gutscheine einlösen, wenn es den Firmen und den Firmen halt eben besser geht wieder. Jetzt haben wir eben schon festgestellt, im Grunde kann man jetzt ganz schlecht planen. Euch geht es da wie auch den Profis. Wenn allerdings unter normalen, halbwegs normalen Bedingungen weitergespielt wird, wie groß ist da die Chance, zum Beispiel für unsere A-Junioren tatsächlich die Klasse zu halten? Ja, also aus meiner Sicht ist sie sehr groß. Wir haben in der Rückserie 3 Heimspiele gehabt. Alle 3 haben wir gewonnen. Gut, auswärts haben wir noch Potenzial, können uns noch steigern. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben in dieser Hälfte der Rückrunde schon genauso viele Punkte gemacht wie in der gesamten Hinrunde. Und dementsprechend bin ich der sehr, sehr guten Mutes. Genauso bei der U15. Die hat in der Vorbereitung jetzt auf die Rückserie wirklich sehr, sehr positive Ergebnisse gezeigt. Also insbesondere auch vom Spielen, gar nicht vom Spielergebnis alleine, sondern tatsächlich auch von der Art und Weise, wie sie agiert haben. Aber ich persönlich schätze es so ein, dass es sehr eng wird, bis zum 30.06. Die Saison zu beenden. Und darüber hinaus macht das aus meiner Sicht keinen Sinn, die Saison zu verlängern, weil wir einfach die Wechselfristen haben. Die Jugendspieler kommen in die nächsten Jahrgänge. Wie gesagt, der eine oder andere verlässt uns. Die U19, der ältere Jahrgang, geht in den Herrenbereich. Da macht das aus meiner Sicht keinen Sinn, die Saison da zu verlängern. Abschließende Frage, auf was dürfen wir uns noch freuen, was aus dem Nachwuchsleistungszentrum sozusagen auch nach oben kommt? Denn da gibt es ja schon noch ein paar Juwele oder ein paar Rohdiamanten, so will ich es mal sagen. Naja, was da nach oben kommt, letztendlich musst du Thomas fragen, Thomas und Angelo, bei der ersten Mannschaft, das kann ich natürlich nicht sagen. Also das liegt immer da. Wir versuchen hier im Leistungszentrum auszubilden. Und die Profis müssen dann halt gucken, was für sie auch passt. Ich kann einfach nur sagen, das, was ich so in meiner kurzen, in diesen 4, 5, 6 Monaten jetzt hier erlebt habe bei der U19 mit den Jungs, da sind wirklich sehr, sehr talentierte dabei und die werden ihren Weg, hoffe ich jedenfalls, verletzungsfrei dann auch gehen können. Lieber Alfred, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden bist und wünschen dir persönlich natürlich alles Gute, dir, deiner Familie und natürlich dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum. Vielen Dank, Lars. Ich habe noch eins. Also wir planen vielleicht so als Info, auch wir planen natürlich eine Trainingsaufnahme wieder, da jetzt ja in Offenbach die Sportplätze grundsätzlich wieder geöffnet werden. Und da sind wir mit unseren Partnern am Erarbeiten eines Plans mit der Stadt, mit der Wiking, mit unserem Partner hier auf der Anlage und hoffen da auch bald was Positives verkünden zu können. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Lars, dass du uns nochmal Gelegenheit gegeben hast, dir ein paar Worte zu sagen und bleibt gesund. Bis dann. Sehr, sehr schön. Danke, Alfred Kaminski. Glück auf ins Nachwuchsleistungszentrum. So, da habt ihr also die Information nochmal aus erster Hand bekommen. Und ich denke, das sollten wir auch beibehalten, dass wir immer auch mal schauen, was eigentlich unsere Nachwuchskicker machen. Ist ja ganz, ganz spannend, auch die Zeit eben, was dort das NLZ angeht. Ja, und dann geht es nochmal um Zuschauerreaktionen. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen zu erzählt und haben auch das Programm ein bisschen angepasst. Ihr wollt Tore sehen, das haben wir gemacht. Heute, denke ich, aber auch mächtig wieder einen draufgelegt und eine Zuschauerreaktion einer ganz anderen Art haben wir hier bekommen von der Schweizer Grenze aus Lörrach, denn die Tönes zum Beispiel, die haben mächtig mitgemacht bei You'll Never Sport Alone und so sah das dann aus. Gruß aus Lörrach, hier aus dem Südwesttrippel der Republik, kurz vor 2 in Deutschland, gleich gehst du auf Sendung und wir machen hier ein bisschen Platz im Wohnzimmer, um dann schön viel Sport mitzumachen. Let's go Kickers. Und hier gab es ja
mal zum Sport, eben auch noch einen kompletten Rückblick, alles, was in dieser Woche so los war, dann nochmal in Farbe, in Bild und in Ton. Okay, das war's heute für You Never Sport Alone. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Bomber. War klasse. Und alles Gute. Bleibt gesund. Ja, da waren sie ganz schön groggy, aber glücklich. Sie haben mit unseren Kickers-Profis trainiert. Gruß an die Schweizer Grenze, denn auch da schaut man natürlich Kickers TV. Was denn eigentlich auch sonst samstags um 14 Uhr? So, und ich will nochmal erinnern, es ist ja nach wie vor Maskenpflicht und wir dürfen uns alle auf unseren Fanshop freuen. Nächste Woche ist es soweit, da kommen die Kickers-Masken, da wird das ganze Land natürlich Kickers-Masken tragen, denn da gab es tausende von Vorbestellungen und wir haben uns auch gut eingedeckt, also jeder kann so viel Masken haben und kaufen, wie er will. Ein paar Tage müssen wir noch abwarten. Ich denke, Mittwoch, Donnerstag sollte vielleicht klappen, wie auch immer. Wem das bis dahin zu lang ist und wer noch eine Alternative braucht, für den hätte ich hier noch einen kleinen Tipp. So, unsere Jungs aus dem Fanshop, die haben es richtig drauf. Jetzt ist es ja so, dass wir ein bisschen warten müssen auf unsere Masken. Die werden also dann wohl nächste Woche kommen, denke ich und hoffe ich doch. Und dann haben wir alle schöne Kickers-Masken. Naja, und bis dahin, guckt euch das an, wird hier wunderbar überbrückt. Das heißt, man hat diesen Halstuchschlauch ja sozusagen erfunden. Und wie hat man ihn erfunden? Das waren einst die Kopfstützen. Naja, also es ist natürlich nur eine begrenzte Anzahl noch da, aber ich finde es super praktisch und ich finde es eine klasse Übergangslösung. Ja, und 10 Euro ist eigentlich wirklich eine gute Sache, denn die Dinger muss man nicht irgendwie mit einem Gummi dann irgendwie fein übers Ohr führen und das nervt immer so, sondern man kann sie einfach zack runter und schon hat man ein schönes Halstuch. Also in diesem Sinne, Respekt an unser Fanshop-Team. Die haben es wirklich drauf. Ja, also das noch zum Thema Masken. So, und jetzt sind wir eigentlich fast am Ende angekommen. Nächste Woche 14 Uhr geht's weiter. Schreibt uns doch, wen ihr als Oldstar, als Stargast sozusagen haben wollt. Vielleicht können wir das realisieren. Was wäre denn mal so ein richtiger Knaller? Ihr habt ja gesehen, wir haben ja schon alle gehabt. Von Rudi Völler über Manni Ritschel, Thorsten Jutt und so weiter und so fort. Also wen wollt ihr sehen, schreibt's uns. Und dann werden wir es rechtzeitig ankündigen. Und dann könnt ihr auch wieder ja die Grüße im Vorfeld bestellen. Das wäre natürlich gut. Dann können wir euch auch entsprechend mit dem Spieler hier in Verbindung bringen. Dann sind wir jetzt wohl endgültig am Ende angekommen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Rot-weiße Grüße und ciao, ciao, ihr Leute.